In den letzten beiden Videos bin ich schon darauf eingegangen, dass meiner Ansicht nach viele die Lage, in der wir uns befinden, nicht realistisch einschätzen. Aber warum, wie komme ich darauf, das zu sagen? Gibt es Beweise, die dies untermauern? Da kommt es wohl darauf an, von welcher Seite man aus das betrachtet. Aber gut, nennen wir es eben nicht Beweise, nennen wir es Hinweise, die uns zu der Annahme führen, dass die Gesellschaft, wie wir sie einst kannten, schon in Kürze vergangene Geschichte ist oder sein könnte und diese Gesellschaft in ein Dystopia transformiert. Die Häufung von Absurditäten, die ständig die gleichen Narrative pushen, sind ein eindeutiger Indikator. Ein paar Beispiele im Schnelldurchgang, damit jeder versteht, was gemeint ist. Da hätten wir zum Beispiel eine Menge Menschen in ganz Europa, USA, Australien, Neuseeland, die für Dinge bestraft wurden oder gar inhaftiert wurden und werden, die in ihrem Land als ihr Recht verankert sind. Während andere für Straftaten nach geltenden Rechten überhaupt nicht belangt wurden oder nicht werden. Also während man den einen die Rechte nicht zugesteht und sie bestraft, lässt man die anderen ohne jegliche Blessur davonkommen. Genauso absurd wie dieser Zustand ist der Umgang mit dieser Thematik der Medien- und Politdarsteller. Aus Täter werden Opfer gemacht und aus Opfer werden Täter. Um es mal einfach auf den Punkt zu bringen, oder wie schon Solzhenitsyn das anführte, dass man an solchen Dingen ein marxistisches System erkennt. Also dieses Beispiel alleine bekommt auf meiner Abgefahrenheitsskala eine glatte 10 von 10. Ein anderes Beispiel, Schweden, das ja schon seit 2010 in der Migrantenwelle schwimmt und deshalb auch fast alle Negativ-Hitlisten anführt. Ob Autobrände, No-Go-Zonen, Einzel- und Gruppenvergewaltigung, Verschmutzung, Zerstörung, Überbelastung von Raum und des sozialen Apparats. Schweden ist von einer gesunden, sauberen und hauptsächlich friedlichen Nation in ein Land gewandelt, das kurz davor steht, Dritte Weltstatus zu bekommen, wie die Vereinten Nationen es für maximal 2040 prognostizieren. Die gleichen Vereinten Nationen, die die Weltbürger davon überzeugen wollen, dass der globale Migrationspakt die einzige Lösung für unser Problem sei. Und wie gut diese Lösung ist, haben sie selbst in ihrer Beurteilung über Schweden schriftlich manifestiert. Da weiß anscheinend der Kopf nicht, was der Hintern macht. Und lassen wir mal einen kleinen Blick rundum schweifen. Durch den gesamten Westen dieser Welt, von Australien bis zurück nach Neuseeland. Denn überall, wo man die Länder vielfältig bereichert hat, hat nur das Negative zugenommen. Mehr Gewalt, mehr Verbrechen, mehr Rechtsbruch von Seiten der Gesetzgeber, mehr Verschmutzung, mehr Zerstörung, Verdrängung von Kultur und christlichen Werten und alles gepaart mit unglaublichen Ausgaben, sprich Schulden, die nichts weiter bewirken als ein Pflaster bei einem Gehirntumor. Und obwohl alles den Bach hinuntergeht, bleibt das übliche Triumvirat bei ihren Lobeshymnen, wie toll das alles ist, während man andere, die das nicht zelebrieren, am liebsten gleich in den Tower werfen möchte. Das westweite "Wir brauchen mehr Vielfalt" will auch nicht verstummen aus den Reihen der üblichen Verdächtigen, deren Verhalten darauf schließen lässt, dass man dies entweder vorsätzlich tut oder eine komplette Verweigerung der Realität vorlegen muss. Aber kollektives Degenerieren zu Fruchtfliegenniveau wurde nicht wirklich in der Menschheitsgeschichte schon einmal berichtet. Demnach bleibt als Ursache eines solchen Verhaltens nur der Vorsatz. Wer Destruktion der eigenen Nation feiert, ist ein Feind der Nation und somit ein Volksfeind. Die größte Absurdität daran ist, dass die Zerstörer unserer Länder und Kulturen auch noch durch uns finanziert werden, genau wie etliche Mittel, die man gegen uns anwendet, ebenfalls mit unseren Steuergeldern bezahlt werden.
Jeder, der mehr zu Zerstörung beitragen kann, wie zum Beispiel einer Amadeo-Antonio-Stiftung und dergleichen Anti-Weiß- und Anti-Europa-Vereine, wird mit Geldmitteln und Medienauftritten überhäuft, während andere nichts dergleichen erhalten und sogar den Zutritt zu öffentlichen Debatten verwehrt bekommen. Unter der Beschuldigung der üblichen fantasielosen Art, von allen zur Verfügung stehenden Antis bis hin zum Nazi, Rassist oder X-Phob. Zensur, die nicht ungerechtfertigter sein könnte. Informationen, die überall öffentlich zugänglich sind, aus offiziell legitimierten Quellen, von anerkannten sogenannten Qualitätsmedien sind und von offiziellen Sprechern von Regierungen und Nichtregierungsorganisationen gesagt, geschrieben oder auch sonst wie publiziert wurden, dies sind alles lediglich Informationen, wo wir das Recht haben, sie zu zeigen, darüber aufzuklären, sie zu kritisieren oder uns auch darüber lustig zu machen. Und obwohl wir dieses Recht haben, überall im Westen werden tagtäglich zigtausende Videos, Kommentare, Tweets, Facebook-Posts und so weiter gelöscht, die ganz genau nur solche Dinge zeigen und aussagen. Und keiner tut etwas dagegen oder sagt etwas dagegen, der in der Lage wäre, etwas zu tun, weder bei uns noch sonst wo im Westen. Die Könige der ungerechtfertigten Zensur sind ganz klar Google, Facebook und Twitter. Google hat zum Beispiel von der USA 860 Millionen Dollar an staatlichen Subventionen erhalten. Oder wie hier in der Übersicht zu sehen, wurden Arbeitsplätze geschaffen, deren angebliche Kosten im Minimum, wie zum Beispiel hier bei Amazon Web Service, definiert wird, mit über 700.000 Dollar pro Arbeitsplatz. Und am besten bei meinen Freunden von Apple, die auch jeden von ihren Plattformen werfen, deren politische Meinung ihnen nicht gefällt. Dieser feine Magierladen hat 50 Jobs erschaffen, welche, also Arbeitsplätze, welche Apple mit Kosten von schlaffen 6,4 Millionen Dollar angibt. Pro Arbeitsplatz natürlich 6,4 Millionen Dollar. Dagegen wirken Facebooks 100 neue Plätze mit knapp 1,5 Millionen pro Arbeitsplatz ja richtig bescheiden. Und all diese feinen Perlen der Wirtschaftswunder haben diese Zahlungen und Vergünstigungen in Anspruch genommen, während es bei ihnen schon mächtig in der Kasse geklingelt hat, wie bei sonst keinem normalen Unternehmen. Dafür hat man andere Unternehmen, die weitaus mehr Arbeitsplätze mit weniger Geld geschaffen hätten, über den Jordan gehen lassen. Aber denen, die schon zig Milliarden zur Verfügung haben und sich zigfache Monopole inzwischen sichern konnten, denen gibt man insgesamt Milliarden an Subventionen. Uramerikanische Firmen wurden wie der Teufel bekämpft, wenn man Monopolanstrebungen vermutet hat. Aber diesen Firmen hat man völlig freie Hand gelassen. Ein Unternehmen nach dem anderen geschluckt, ohne dass die US-Regierung eine Kartellbildung darin sehen würde. Und dabei auch etliches an Technologie, das die Öffentlichkeit entweder gar nicht oder nur zum Teil zu Gesicht bekommen hat. Und wenn dann all diese Saubermann-Unternehmen vor dem US-Kongress stehen, wie es dann später in den Nachrichten heißt, Rede und Antwort zu stehen, erfährt man eigentlich nichts, was man als reale Information sehen könnte. Deshalb muten diese sogenannten Anhörungen auch eher wie eine schlecht inszenierte Theatershow an. Aber etwas sehr Interessantes erfährt man dabei doch, nämlich dass Unternehmen wie Google Alphabet durch höchst innovative Gesetze einen privilegierten Schutz und Status haben, welche ihnen erlauben, so gut wie nichts zu sagen, an Informationen preiszugeben und Aktivitäten zu unternehmen, die grobe Manipulation, arglistige Täuschung und mehr beinhalten. YouTube, Google und Co. haben all ihre Systeme mit dem ADL-gepowerten Online-Hate-Index versehen, die sich über die USA hinaus jetzt zu Helden über
Hassbekämpfung selbst auserkoren haben. Einer Organisation, die rein rechtlich gesehen keinen größeren Stellenwert hat als der hiesige Kleintierverein. Diese haben sich zum Richter der Welt gemacht und wollen entscheiden, was Hass ist und was nicht. Eine 15-minütige aufmerksame Studie der ADL-Webseite offenbart, dass Ausgewogenheit nicht deren Stärke ist. Dafür ist man Experte im Diffamieren, was den Namen dieser Orga schon lächerlich macht. Und obwohl in USA ansässig mit Hauptsitz, sind es doch die Belange eines anderen Landes, die die ADL primär sichern möchte. Die Gesetze der USA würden eigentlich verlangen, dass die ADL von seitens der amerikanischen Regierung als eine zumindest ausländische Agentur registriert sein müsste, deren Absichten es zu beobachten gilt, was bis zum heutigen Tag nicht geschehen ist. Genauso wenig wie bei zahlreichen anderen Nichtregierungsorganisationen mit fragwürdigen Absichten und Motivationen, die alle nicht das Wohl von Amerikanern oder Christen im Sinn haben. Also einer privaten Orga, die Voreingenommene nicht sein könnte, überträgt man förmlich die Gewalt in der virtuellen Welt zu bestimmen, was Hassrede ist und was nicht, die in ihrer Geschichte schon in mehr Kontroversen verwickelt war als eine italienische Mobster-Family. Aber statt an Einfluss zu verlieren, hat man immer mehr dazu gewonnen. Durch den Online-Hate-Index und die sogenannten Werte der ADL sind jetzt schon zigtausendfache ungerechtfertigte Zensuren schon im vollen Gange, noch bevor irgendwelche international geltenden Gesetze dazu auch nur vorgeschlagen wurden. Wie wir ja jetzt verstärkt immer mehr erleben dürfen, und zwar täglich. Und keine EU, keine Bundesregierung, keine US-Regierung, keine Regierung sagt etwas dazu. Und der Mainstream promotet die ADL und ihre Aktionen als eine gute Sache. Und außer ein paar wirklichen alternativen Kanälen sagt kein Mensch etwas dazu. Niemand fragt nach Qualifikationen oder gar Einsicht in die sogenannten ausgewogenen Algorithmen, um sich einmal davon zu überzeugen, wie ausgewogen die denn wirklich sind. Aber wie ausgewogen diese sind, können wir ja an den ungerechtfertigten Löschungen bereits eindeutig feststellen. Und ich wiederhole das jetzt noch einmal, damit es auch wirklich ankommt. Eine private Organisation, deren Motivation und Bias für jeden ersichtlich ist, deren Geschichte und Entstehung höchst fragwürdig ist, deren Qualifikation und angebliche Unvoreingenommenheit weder geprüft und noch nicht einmal von irgendeiner offiziellen Seite in Frage gestellt wird, von gar keiner. Und diese macht die Regeln für den allergrößten Teil sozialer Plattformen und Suchmaschinen. Und alle schweigen. Ja, geht's denn noch verrückter? Es ist schlimm, dass ich das überhaupt bis hierhin darstellen muss, weil wer Augen und Verstand benutzt, dem ist das schon lange alles klar. Aber wir sind ja noch nicht so ganz am Ende mit den groben Offensichtlichkeiten. Geld spielt keine Rolle. Tja, für uns, die so wenig davon haben, spielt das dumme, wertlose Geld ja schon noch eine Rolle. Leider. Aber für so einige Unternehmen, die eigentlich auf Gewinne bauen, spielt Geld wirklich keine Rolle mehr. Denn egal wie hoch die Verluste auch sind, es wird der gleiche destruktive Kurs verfolgt, der zu den Verlusten geführt hat. Oder man setzt sogar noch einen drauf und schafft sich somit die Garantie selbst, dass noch weitere größere Verluste entstehen werden. Bei Alphabet Google soll dies bereits die 70 Milliarden Grenze geknackt haben. Und dennoch kein Ende in Sicht. Genauso zeichnet sich dieser Kurs auch in der Film- und Unterhaltungsbranche ab, wo man unermüdlich eine unwillkommene Agenda nach der anderen dem Publikum aufzuzwängen versucht. Ob Transgender, Desmond is Amazing, schwul, Hardcore, Feministin, Schwarz-Weiß-Paarung, Austauschen der Charaktere, Figuren, Verbiegen der Geschichte. Da es etliche deutsche und englische Portale gibt, die die TV-, Film-, Glamour-Welt im Fokus haben,
kann man sich dank der zahlreichen Kommentare oder auch dank der abgeschalteten Kommentare ein gutes Bild machen, wie das westweit so aufgenommen wird. Und das sieht gar nicht so nach total verblödeten Schafen aus, denn dem überwiegenden Teil ist absolut klar, was man hier beabsichtigt. Und dann ist da noch der Teil, der zwar keine Ahnung hat, wieso, aber dem es dennoch nicht gefällt. Und verschmähte Fans sind genauso ernst zu nehmen wie eine verschmähte Frau. Denn egal, was die Menschen, die die Eintrittskarten in den Kinos, die Spiele für ihre Konsolen, die Figuren, die Textilien, die Apps und was es sonst noch so zu kaufen gibt, egal, was diese sagen, es interessiert nicht. Nicht ein Produzent, nicht ein Regisseur, Drehbuchautor oder Studiopräsident hat sich bislang bei Fans entschuldigt. Nein, das Gegenteil, man beschimpft heute die Fans, wenn sie etwas nicht mögen, man beleidigt sie sogar öffentlich und vor allem, man gibt einen Dreck darauf, was die Menschen, die all diese bisherigen Rekordeinnahmen überhaupt ermöglicht haben, was die zu sagen haben, was ihnen gefällt oder nicht gefällt. Es interessiert niemanden. Die mitheiligsten Kühe der Filmgeschichte wurden in den vergangenen 4-5 Jahren schon geköpft. Und auch hier ist kein Ende abzusehen. Sämtliche Ankündigungen der großen Studios haben nur noch eine Botschaft. Pro Minderheiten, pro LGBTQ, pro Frühsexualisierung, pro Feminismus, pro gemischte Rassen, anti-Mann, anti-Weiß, anti-christlich, anti-völkisch. Und das fällt selbst dem dümmsten Idioten schon auf. Neben den ständigen, gerade beschriebenen Programmen sind die Geschichten zudem grottenlangweilig, lächerlich und unmotiviert. Vom völligen Verbiegen der Geschichte einmal ganz abgesehen. An Film und TV hängt ebenso die Merchandise-Industrie, die einen gewaltigen Boom in den letzten 10 Jahren erlebt hat. Die Einnahmen durch vielfältige Merchandise-Artikel, was heutzutage buchstäblich alles von der Kaffeetasse bis zum Terminator aus Edelstahl für 12.000 Euro sein kann. Diese Einnahmen sind so gewaltig, dass sie die Einspielergebnisse der Filme selbst um ein Mehrfaches übersteigen. Aber Menschen sind in solchen Sachen recht einfach gestrickt, glücklicherweise. Denn wenn ihnen die Vorschau schon das Grauen in die Venen treibt, dann gehen sie nicht ins Kino, laden sich keine Apps herunter und kaufen auch keine Kaffeetassen und völlig überteuerten Schnickschnack. Und natürlich können die Schlipsträger und Erbsenzähler auch 2 und 2 zusammenrechnen. Auf kurze und lange Sicht. Denn mit Merchandise verdiente man jahrelang, wenn der Film gut war. So oder so sind also weitere Milliardenverluste zu erwarten. Wenn vor einigen Jahren bei einer Serie mal die Quoten ein wenig nach unten gingen, dann war man wegen der Verluste um ein paar Millionen so besorgt, dass man die Serie dann direkt abgesetzt hat. Heute verliert man Milliarden und all diese Firmen, die diese Agenten vorantreiben, von Google bis Disney, sie verlieren nicht nur Unmengen von Geld, sondern auch Unmengen an Ansehen. Ihr Bild in der Öffentlichkeit wird durch das rücksichtslose Verhalten in jeder Form täglich geschmälert. Ein schlechtes Image kann sich kein Unternehmen leisten, das auf Dauer existieren will. Stellen wir also mal kurz fest. Wir haben Unternehmen, die a. gigantische Verluste hinnehmen und dennoch mit ihrer Politik fortfahren. B. ihre Käufer, Nutzer, Fans etc. vollkommen ignorieren. Und C. ihr Image fortlaufend selbst beschädigen und nichts tun, um es wieder zu steigern. Ein jeder weiß, es dauert lange, einen guten Ruf zu bekommen. Und es dauert ewig, einen ramponierten Ruf wiederherzustellen. Und einen schlechten Ruf zu bekommen, das geht ganz schnell. Aber diese Milliardenkonzerne verhalten sich wie jemand, dem man gesagt hat, dass er aufgrund von Verseuchungen aus seiner Arbeit nur noch 4 Wochen zu leben hat, als ob es kein Morgen gäbe. Man zerstört hier Dinge, die Menschen jahrzehntelang erfreut haben,
die Spaß an diesen Dingen hatten. Aber ja, man verhält sich, als ob es keinen Morgen gibt, und da liegt der Hase im Pfeffer. Denn so verhält sich kein Unternehmen. Niemand, der halbwegs bei Verstand ist, benimmt sich so. Es sei denn, seine Absichten liegen ganz woanders und dienen einem, sagen wir, höheren Ziel. Was uns ganz klar und deutlich sagt, das ist ganz gewiss nicht gut für uns, dieses höhere Ziel. Und man steht kurz davor, es in die Tat umzusetzen, sonst würde man nicht so weit gehen, als ob es keinen Morgen gäbe. Den letzten Punkt in der Liste, den kann ich leider hier nur ankratzen, denn sonst überlebt das Video keinen Tag auf dieser Plattform. Was ich aus der Löschung meiner Videos vorhersehe, die das Thema schon näher beleuchteten. Aber ich werde an anderer Stelle dazu noch Details veröffentlichen bei Zeiten. Da ist nämlich die Rede von Details zu der widerwärtigen Anti-Weiß-Agenda, die im gesamten Westen ein unerträgliches Maß angenommen hat. Vor allem in USA und England, aber auch auf sozialen Plattformen, Online-Magazinen und Nichtregierungsorganisationen finanziertes TV und Filmstudio. Und in einem Land, das gerne alles haben möchte, aber nicht so gerne dafür benannt werden möchte. Tweets, die weißen Menschen den Tod wünschen, Ankündigungen, beim Ausgehen eine weiße Frau zu vergewaltigen, die Häuser weißer Menschen in Brand zu stecken, sie zu erschießen, wo man sie sieht. Das hat alles keine Konsequenz und wird auch nicht als Hassrede deklariert. Eine Statistik, wem was gehört oder welche Gruppe die meisten Morde begeht, das ist dann Hassrede. Artikel, in denen der Wunsch deklariert wird, doch alle Weiße zu töten, sie alle einzusperren, sie für alles, was schlecht ist, verantwortlich zu machen. Und dabei wird gelogen und behauptet, dass sich die Balken biegen. Dämonisieren, diffamieren, such es dir aus. Es gibt hier keinen Farbton in der Palette, der nicht täglich zur Anwendung gebracht wird. Und auf der soften Seite haben wir das Austauschen aller historischen Fakten, die aufzeigen, wer hier wirklich was gemacht hat in den letzten 2000 Jahren. König Arthur, Jeanne d'Arc, sind jetzt in neuen Verfilmungen alle schwarz. Ariel, die französische Meerjungfrau, übrigens auch. Aus James Bond, einem weißen englischen Mann, wird jetzt eine schwarze afroenglische Frau. Und Bilder suchen auf Google nach europäischer Geschichte oder weißen amerikanischen Erfindern zeigen mehr Bildern von Schwarzen als von Weißen. Weiße sind im kulturellen Marxismus und Geschlechterwahn so lange ein soziales Konstrukt, bis man uns wieder etwas ankreiden möchte, was jemand anderes verzapft hat. Dann sind Weiße plötzlich doch wieder existent. Aus weißen Männern versucht man verstärkt den Trottel oder den schwuchteligen Hipster mit rosa Schläppchen, Soja-Latte trinkend zu machen, während jeder andere der Held ist, solange er nicht weiß ist. Berichte, die nur im Westen zu sehen und zu lesen sind, impfen Weißen ein, sie mögen wegen des Klimawandels keine Kinder bekommen, und darunter steht, dass wir aussterben, wenn wir uns nicht zig Millionen Araber und Afrikaner in die Länder holen. Und daneben, dass Dreijährige ja schon entscheiden könnten, welches der 58 Fantasiegeschlechter sie später mal sein möchten. Es vergeht kein einziger Tag, wo Weiße nicht für irgendetwas beschuldigt werden, wo man Lügen aufstellt, uns den Tod wünscht und vieles in dieser Art. Zitate würden das hier alles auf den Punkt bringen, aber auf GulagTube geht das leider nicht mehr. Und last but not least wieder das Anti-Weiß-Hearing im US-Haus vom 9. April 2019. Die Kriegserklärung schlechthin an jeden weißen Amerikaner und auch an jeden anderen weißen Menschen auf der Welt. Und wer hat darüber berichtet? Über die Anhörung, die mehr das Format von den Nürnberger Prozessen hatte? Wer? Wer hat sich empört? Wer hat dich darüber informiert? So gut wie niemand. Niemand, der Gehör finden würde in größerer Zahl.
Für jedes Opfer einer Minderheit, und wenn es auch nur eins ist, werden Feiertage eingerichtet oder neue Gesetze. Da spricht man dann schnell auch wieder von Todesstrafe. Aber die Opfer der eigenen Biobürger, die spielen keine Rolle, selbst wenn es Tausende sind. Für sie gibt es keine neuen Gesetze, nein, sie werden nicht einmal erwähnt. Tja, und all diese Dinge passen so hervorragend zu 45 Leitsätzen von Verbrechern, die man ständig als große Männer darstellt, und zu Zitaten, die man historisch und neuzeitlich gemacht hat, die die Absichten einiger wirrer Psychopathen offenlegen. Zu diversen Plänchen passen sie auch hervorragend, die man in gewissen Schulen angefangen hat zu entwickeln und wo so manche Kanzlerin sogar Preise dafür bekommen hat, weil sie so hervorragende Arbeit leistet bei der Verwirklichung dieser Pläne. Tja, und da man weder bei Politik noch bei Medien noch von Nichtregierungsorganisationen auch nur einen Ton zu all diesen Nettigkeiten vernimmt, man alles, was real ist, herunterspielt oder als Verschwörungstheorie darstellt, jegliche laute Gegenstimme im Keim erstickt oder bestraft wird, obwohl uns Gesetze eigentlich davor schützen sollten und man sich in tausenden von Fällen täglich westweit schon so verhält, als ob gewisse Gesetze schon lange durch wären, obwohl das noch nicht so ist. Auch wenn das ein recht grober Überblick war, aber das sollte einem alles ganz klar zeigen, dass man sich um die Meinung und Wünsche der Menschen keinen Deut kümmert. Das ist das sture Abarbeiten von Stufen, komme was wolle, egal wie groß die Ablehnung auch sein mag. Und alle, wirklich alle von da oben, ziehen mit. Das sind ganz klar die letzten Atemzüge dieser Gesellschaft. Wir schreiben zwar das Jahr 2019, aber es ist genau wie 1917. Russische Revolution haben sie es genannt. Und wie heute haben sie kranke Ideologien in die Menschen eingepflanzt. Und wie heute haben sie jeden zum Schweigen gebracht, der diesen Ideologien widersprochen hat. Und wie heute haben die Menschen dann vor Angst oder Ignoranz geschwiegen. Das hat dann 200 Millionen Menschen das Leben gekostet. Und wenn die Menschen wieder schweigen, dann wird es nicht wie damals sein. Denn diesmal sollen Milliarden sterben, wie in den Krankenplänen bereits preisgegeben. Wie sagt man so schön? Du wurdest gewarnt.